1908, am Vorabend des Geburtstages von Kaiser Franz Josef, wurde anlässlich seines 60-jährigen Regierungsjubiläums die Kaiser Franz Josef Jubiläumsvolksschule eingeweiht. Auf jeden Fall war damals die Schule noch die Kaiser-Franz-Josef-Schule und im Jahr 1970 wurde erstmalig dazugebaut. Andere Voraussetzungen, es war auch von der Bauphysik oder sagen wir eins, damals sind die 70er Jahre Bauten wurden anders konstruiert wie heute und nach 30 Jahren war die Schule sprachlich mit einem heutigen Modell beziehungsweise also nicht mehr der Unterrichtsstätte, wie man es sich heute vorstellt. Baukosten waren damals in alter Währung. Ich schätze 60 Millionen Schilling und in nächster Zeit müssen wir natürlich auch sagen wir eins, ein bisschen sparen oder ein bisschen leise drehen, eine finanzielle Möglichkeit, wenn wir diese Vor allem, wenn der Bürgermeister ein Ex-Schüler ist, ne? Hat er ein besonderes Jahr dafür. Vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Die Speicher am Ursprung verderben, schon weicht von den Ufern der Sand. Es geht ein gewaltiges Sterben allorts durch die Flüsse im Land. Who rings the front doorbell? That's it. The future's loom so near. My dearest, pack my bathroom kit. And do not cry, they are here. Doch, wenn ich streich und putz, mag sein, dass ich zu viel an ihnen stutz.
aufstehen, verbeugen, sich verbeugen müssen die Kinder ja auch erst lernen. Passiert ja nicht so oft. Vielen herzlichen Dank. Ich danke auch im Namen des Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Woll für diese tollen Leistungen. Und ich habe keine Angst, dass von der Leistung von Herrn Brunn und das wunderschöne Weinviertel, das in Zukunft in diesem großen Globalisierungskampf und in der großen weiten Welt nicht bestehen können. Herzlichen Gratulation, Herr Direktor, an deine Lehrerschaft. Bis dann. Genießen, möchte mich ganz, ganz herzlich in einem kurzen Satz bedanken bei allen, die dies zu diesem riesigen Aufwand mitgeholfen haben, mitgearbeitet haben. Ich nehme namentlich da niemand heraus und glaube, darf in Ihrem Sinne mich ganz, ganz herzlich für diese charmante Moderation bedanken. So, nützen Sie die Zeit. Jeder, der ein rosa Kärtchen hat, ist mit mir und mit der Frau Direktor Binder noch zu einem Schulrundgang eingeladen. Alle anderen können vorher oder nach dem Essen Schulrundgang nützen und dann die Verpflegung unseres Elternvereins genießen. Alles Gute!